Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten. Und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir hatten hier ihn hier befreit, den... Wie hieß der denn jetzt nochmal? Oh, ist das lange her, dass ich Grandia gespielt habe. Ich habe die letzte Zeit eigentlich nur, nur Dings aufgenommen. Nur Resident Evil. Aber Resident Evil habe ich jetzt durchaufgenommen. Deswegen gehen wir jetzt zu den Baracken hoch. So, hier haben wir letztes Mal gegen... Wer war das? Ich habe versagt. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich glaube, das war... Saki? Bin mir aber nicht sicher. Kann sein, ja. Ich glaube, das war Saki. Die haben wir letztes Mal hier besiegt. Hier sind wir jetzt irgendwo in der Basis. Die Basis ist groß. Ich glaube, hier müssten wir jetzt lang gehen, oder? Waren wir hier schon? Ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf. Hier waren wir garantiert noch nicht, sonst hätte ich das Geld nämlich schon mitgenommen. Und hier geht's auch rein. Oh nein. So. Nachdem wir uns also jetzt um die Typen gekümmert haben, können wir hier in aller Ruhe dieses, diesen Raum plündern. Ist in diesem Raum denn überhaupt irgendwas drin? Hier geht's durch. Da ist eine Kiste, die man schlecht sehen kann, glaube ich. Ist das eine Kiste? Oder ist das ein Fass? Ich sehe da nämlich nicht viel, denn mir ist hier ein Balken im Weg. Hier geht's hoch? Irgendwie? Hey! Hat dieser Raum hier überhaupt irgendeinen Sinn? Wir können hier hochklettern, die ganzen Kisten und sowas, aber das bringt uns gar nichts. Das bringt uns absolut nichts. Dieser Raum hier war Verschwendung. Warum sind wir hier reingegangen? Hier geht's auch noch entlang. Es ist Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung man geht. Das ist nicht... Oh nein, ich bin gerade in die falsche Richtung gelaufen, in den nächsten Bosskampf. Danke, dass du das einfach überspringst. Ich wollte das gerne vorlesen. Wer soll denn das so schnell lesen? Wer? Du machst erstmal Feuersäule auf den hier. Burnout! Wir wollen hier keine Burnout-Syndrome haben. Weil Burnout ist nicht schön. Fina... Oh, Feuerstufe hochgestiegen, okay. Fina macht auch nochmal Feuersäule. Auf... Das ist Saki, glaube ich. Ne, oder das ist Nana ist das, glaube ich, ne? Mach mal auf Nana, ja. Eigentlich müssten unsere Charaktere jetzt auch davon getroffen werden, aber... So, Sue macht einen kritischen Angriff. Sie ist eine Keulestufe hochgestiegen. Das ist doch... Ist doch nett. Fina versucht auch nochmal ihren Spezialangriff abzublocken, den sie versucht durchzuführen. Jo. Funktioniert super, aber... Die spielt einfach mitten im Kampf Jojo. Das ist respektlos. Du kannst, den W-Schlag machen.
put down anyone with one shot. Warum spielt die mit einem Jojo? Ich verstehe mal nicht, was der sagt. Für mich klingt das wie Pfeife Car oder sowas. Was nicht viel Sinn macht. Mach mal Brenne. Und die rennt auch gerade voll sinnlos durch die Gegend. Was machst du nur, Nana? Was machst du? Du rennst blind durch die Gegend ohne irgendeinen bestimmten Zweck? Mach nochmal, ja, solange ich Feuersäule machen kann. Warum mache ich das denn dann nicht so lange, wie ich es noch kann? Ich will's ja nutzen, ne? Wahrscheinlich müssen wir dann gegen Mio auch noch kämpfen. Natürlich, Justin steht da mittendrin einfach in dieser Feuersäule und das kümmert ihn überhaupt nicht. Bis jetzt sehen meine TP insgesamt sehr gut aus und sie macht mir nicht viel Schaden. Eigentlich ist sie vom Angriff her sogar relativ schwach. Los, Justin, du stehst ja schon direkt neben mir. Kannst direkt angreifen. Vielleicht mache ich ja mal noch heilen auf Sue. Weil Sue soll ja auch aufsteigen im Dings, in Wassermagie. Damit sie eventuell auch irgendwann mal Dings lernen kann. Einen stärkeren Heilzauber. Oder vielleicht sogar Eismagie. Mach mal Brenne. Wer kam auf die Idee, hey komm, wir bauen einen Bossgegner ein, der kämpft mit einem Kinderspielzeug. Und wer kam darauf, dass ein Jojo so stark sein könnte? Das nervt voll. So, Sue macht jetzt nochmal heilen, diesmal auf Justine. Los, heil Justine. Sie macht noch einmal Brenne. Ja. Ich denke mal, die dürfte kein Problem sein. Ich denke mal, Nana dürfte kein Problem darstellen. Du machst nochmal einen kritischen Angriff, damit sie nicht nochmal ihr Jojo auspackt. Du warst ein bisschen zu früh, Justin. Du warst zu früh. Jetzt packt sie doch ihr Jojo aus. Das soll sie eigentlich nicht machen. Wo hat Justin eigentlich sein dickes Rohr gelassen? I show no mercy. Es ist ja nicht so, dass das sonderlich viel Schaden macht, ne? Also, sie hat mich jetzt schon mindestens dreimal damit getroffen. Wenn nicht öfter. Und ich merk's fast gar nicht. Vor allem ist ihre Spezialattacke, dieses Jojo, auch einfach schwächer als ihr normaler Angriff, der einfach 17 Schaden macht. Du kannst nochmal Justine heilen. Ja, und Justine kann jetzt nochmal Brenne machen. Bams. War's das jetzt eigentlich schon? Ist sie jetzt schon besiegt? Nein, ist sie noch nicht. Okay, sie hat doch noch mehr ausgehalten, als ich dachte, aber wir machen einfach mal weiter Brenne und setzen sie total unter Druck. Ich frage mich gerade. Ja, jetzt ist sie besiegt. Hey, no, I can't pee. Hat die gerade gesagt, hey, no, I can't pee? Hey,
Also hat sie sich gerade beschwert, dass sie nicht pinkeln kann? Klang jetzt zumindest so. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, Fena hat ja Wassermagie und Feuermagie, was da für eine Kombination rauskommen könnte. Das stand auch da, wo man Magie kaufen konnte, aber müsste ich mir nochmal angucken. Okay, jetzt hockt sie da wie so ein Trauerkloß. Ich wollte aber erst noch woanders gucken. Ich wollte erst tatsächlich hier noch die Umgebung absuchen, ob hier nicht... Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe jetzt nochmal zurück und heile meine Gruppe nochmal voll. Denn ich glaube, das wäre sinnvoll. Wäre das sinnvoll? Ich glaube, es wäre sinnvoll. Oder wäre es etwa nicht sinnvoll, sich nochmal voll zu heilen? Ich glaube, sich nochmal voll zu heilen wäre sinnvoll. Oder meint ihr etwa nicht? Von da unten bin ich doch nicht gekommen, oder? Oder? Bin hier, oder? War hier nicht noch ein Speicherpunkt? Oder bin ich doch von unten gekommen? Ich glaube, ich bin doch von unten gekommen. Ha, wie töricht von mir. Wie konnte ich das nur vergessen? Dass hier der Speicherpunkt ist. Und speichern kann ich eigentlich auch gleich, denn ich habe einen Bossgegner besiegt und das nicht festzuhalten wäre dämlich. Was wäre denn jetzt, wenn die PlayStation abstürzt? Beziehungsweise der PlayStation-Emulator. Kann ja immer mal passieren, man muss ja mit allen Eventualitäten rechnen. Und ich speichere über das Haus von Fena, denn das ist schon lange, lange her. Dass Fena irgendwann mal ein Haus hatte, die ist ja jetzt ein Penner geworden. Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht, aber dass wir da waren, ist schon lange her. Und jetzt können wir hier weitergehen. Hier ging es nämlich auch nach unten. Was ist hier? Hier ist der Umkleideraum, jetzt können wir da nochmal reingehen. Hier liegt noch die Wäsche von denen rum. Uhu. Hier sind... Die können wir aufmachen? Wir können diese Dixie-Klos aufmachen, okay. Ganz ehrlich, warum steht hier so eine Striptease-Stange mitten im Umkleideraum? Ist hier nicht irgendwie was zum Einsammeln? Ist das einfach nur, damit man sich darüber lustig machen kann? Dass die hier, Dixie-Klos drin stehen haben und eine Striptease-Stange. Ich verstehe nicht, warum da diese Striptease-Stange steht oder Dixie-Klos. Das macht gar keinen Sinn. Aber ich glaube, die Dixie-Klos sollen bunte Schränke darstellen. Und die... Naja, die Stripper-Stange, weiß ich nicht, was die sonst darstellen soll. Das ist eine Stripper-Stange. Da kann man nicht viel gegen sagen. Ist hier noch irgendwas in diesem Raum? Ist hier irgendetwas gelagert, was, Da ist ein Schwert. Armsäbel. Manuel? So, ich muss, Inventar weglegen. Pack ich mal... Sus Sonntagskleidung weg. Weg. So. Nun gucke ich mal in meiner Ausrüstung. Er hat ja sowieso gerade ein Schwert. Ob dieses Armsäbel. Boah. Alter. Alter, das ist ja ein Push. Ein Push, der wird richtig nach oben gepusht. Warum heißt das eigentlich, wenn ein größerer YouTuber einem kleineren YouTuber hilft, irgendwie Abos zu bekommen, warum heißt das Pushen? Müsste das nicht eigentlich Pullen heißen? Weil eigentlich zieht man den ja hinter sich her, statt ihn vor sich hinzuschieben. Sonst würde man ja im Prinzip damit aussagen, man schiebt diesen YouTuber, den kleineren, weiter als man selber ist. Wo geht's hier hin? Ins Gefängnis.
Hier wäre auch ein Speicherpunkt gewesen. Dann speichern wir hier nochmal. Das Gefängnis können wir ja auch nochmal untersuchen. Ich möchte hier möglichst alles mitnehmen. Ich möchte hier möglichst viel mitnehmen. Nach Möglichkeit natürlich 100%, aber das werde ich sowieso nicht schaffen, weil ich dafür viel zu dämlich bin. Und ich versuch's auch gar nicht erst. Das war der Speicherstand, auf den wir eben gespeichert haben. Das Speichern dauert immer so arschenlange. Das ist ein Kritikpunkt an dem Spiel. Aber ansonsten finde ich das Spiel voll cool. Hier gegenüber, was ist... Wisst ihr, ich sag, ich gehe jetzt ins Gefängnis, speichere da extra. Und dann gehe ich woanders hin. Das ist sinnvoll. Sehr konsequent von mir. War hier jetzt noch irgendwie was? Uck, es öffnet sich nicht. Uck, uck. Uck, ich dachte, es würde gehen. Uck, uck. Da steht was. Was steht da? Da steht Pixel, 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 Pixel. Nach der Ausbildung werden Drachenpiloten einfach der Division von Mullen zugeteilt. Okay. Was ist das hier eigentlich? Damit kann ich nichts machen. Wow, ich kann in die einzelnen Zellen reingehen. Kann ich jetzt hier durch? Nein. Nein, es lässt sich nicht öffnen. Der Schlüssel passt nicht. Uck, uck. Sie bringen ein Schloss an und verliert den Sie bringt ein Schloss an und verliert den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob diese Frau vorsichtig ist oder nicht. Uck, uck. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Da waren nur Toiletten. Wir hätten auf die Toilette gehen können, aber das war's auch schon. Auf die Toilette wollten wir auch gar nicht. Warum ist das hier jetzt in die Richtung nochmal so groß? Hallo? Hallo? Ey, cool. Die stört es überhaupt nicht, dass wir hier sind. Ich gehe dann mal so durch euer Schlafzimmer durch. Fühlt euch nicht von uns belästigt. Danke für eure Gastfreundlichkeit. Bescheuert. Noch mehr so... Du hast hier wieder so ein hübsches Poster hängen. Kämpft er gegen uns, wenn wir ihn ansprechen? Wah! Geister oder nicht? Kinder? Welch Glück. Oder nicht? Die Gefangenen! Wah! Oh nein! Das menschliche Wesen ist entkommen. Er muss schnell gefangen werden. Ist das dämlich? Die greifen einen erst an, wenn man die anspricht. Nur für die Erfahrungspunkte spreche ich die jetzt nicht alle an. Hier möchte ich nur die Truhe aufmachen. Ich kann sogar die scheiß Truhe einfach aufmachen. Armeestiefel. Die haben plus 2 Verteidigung, plus 15 Bewegung. Was kann ich denn dafür wegschmeißen? Das, irgendwie... Ich hab Mana-Eier. Ich hab noch Mana-Eier. Eine Bambusrüstung. Weg damit. Benutzen. Für... Das kann man nicht benutzen. Ich geb die mal zu. Su. Kannst du die ausrüsten? Wieso? Su. Handeln. Ausrüsten. Dann kann Justin... Okay. Justin kann die benutzen. Alter, macht das wenig Sinn. Fehler macht das... Das macht bei allen... Die sind voll schlecht. Warum habe ich die mitgenommen? Guckt euch mal an, wie krank sich der letzte Wert verändert. Der sinkt um 20. Bei Justin. Der macht nur die Also das, was ich bis jetzt habe, ist besser. Ja. Das ist es jetzt nicht wert. Also warum habe ich überhaupt was weggeschmissen dafür? Warum findet man hier so einen Kack? Da habe ich schon eine Truhe aufgemacht, okay.
Ist hier noch eine Truhe? Habt ihr hier noch eine Truhe? Nö. Okay. Danke für eure Gastfreundschaft und dass ihr mich nicht angegriffen habt. Ist hier noch eine Truhe? Nein. Hier ist nicht mal jemand drin. Okay. Was ist hier? Hier bin ich, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, hier bin ich wieder beim... Ist das hier... Geht's hier wieder runter ins Dings? Ins Gefängnis, ja. Ich bin wieder beim Gefängnis. Abbrechen. Moment, in die andere Richtung. Dann bin ich gar nicht bis zum Schluss durchgegangen? Hier am Ende ist auch nichts. Gut, dann habe ich wohl hier diesen Gang komplett ausgeräumt. Dann gehe ich mal in diese Richtung hier weiter. Hier ist gar nichts. Okay. Dann speichere ich gerade nochmal. Speichern abgeschlossen. Vielen Dank fürs Speichern, Spiel. Jetzt gehen wir hier weiter, wo wir eben Nana besiegt haben. Und gehen noch weiter nach oben. Und sind jetzt an der Oberfläche, glaube ich, oder? Mist, sie haben uns gefunden. Justin, was machen wir jetzt? Also, wie kommen wir hier raus? Wir kommen hier wahrscheinlich nie wieder raus. Hier können wir... Ach, da ist ein Zaun. Wir könnten natürlich auch stundenlang gegen den Zaun laufen und versuchen, dass der irgendwann durchlässig wird. Boah, das ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Immer dem Zaun folgen, oder? Da glitzert was. Geld. Okay, ich habe nichts gegen Geld. Geld ist schön. Was ist hier drin? Armeepfeil. Sieht aus wie so ein Schuriken oder sowas. Für verdeckte Aktionen. Ist wahrscheinlich eine Ausrüstung für Fehner. Deswegen lege ich mal was aus dem Inventar weg. Ich lege mal... Sue hat sowieso gerade eine Keule, ne? Deswegen wird die Eisenkeule wohl nicht so viel bringen. Was hat Fehner denn im Moment ausgerüstet? So. Schuhe, Waffe. Das ist gar nicht für Fehner. Ist das für Sue? Nicht handeln. Für Justin ist es hier... Es ist für Sue. Aber es ist... Es ist schlecht. Es ist besser als alles, was sie hat mit dem... es ist besser als die anderen Fernkampfwaffen, die sie hat. Aber es ist trotzdem noch schlecht. Ich würde mal sagen, ich bleibe erstmal bei der Keule. Damit sie da noch ein bisschen aufsteigt in Keulenwissenschaft. Sie soll noch ein bisschen die Keulenwissenschaft studieren. Hier ist Dampf. Autsch, autsch, autsch! Das sollten die wirklich reparieren. Ich dachte nicht, dass da was passiert, wenn ich da reinlaufe. Da ist nochmal Geld. Oh nein. Ich wusste, dass ich noch gegen Mio kämpfen muss. Das war ja klar. Na sowas, ich dachte, du wärst... Jetzt haben wir ein Problem. Ich hab eure... Ich ändere meinen Plan. Ich werde euer... Leute, wie soll man das so schnell lesen? Warum redet die so abgehakt? Sue macht einen kritischen Angriff auf sie. Fehner macht mal... Feuersäule. Auf sie. Justin macht mal... wo haben wir es denn? Da. Macht auch mal Feuersäule. Auf sie. Die from this nerve gas.
Was sind denn das für Gegner? Warum kämpfen die mit Kinderspielzeugen? Die eine kämpft mit dem Jojo, die hier kämpft mit bunten Luftballons. Die hier ist aber wenigstens stark, weil ihre Luftballons können vergiften. Und betäuben. Okay, die ist wirklich ein kleines Problem. Mach ich mal hier auf den mittleren von den... Oh geil, die stellen sich wieder alle zueinander. Das ist ja sehr zuvorkommend von euch, dass ihr alle freiwillig jetzt sterbt. Haben wir noch irgendein Gegengift oder sowas? Heilt Vergiftung, Gegengift, ja. Mach das mal auf dich selber, Fena. Ring! Na, sie macht aber schon wieder diese... Macht schon wieder ihre Ballons. Die fliegen so random durch die Gegend. Ich hab noch nie... Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo mal ein Gegner... Warum ist das Spiel gerade hängen geblieben? Ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Gegner einen Angriff hat, der einfach total wahllos trifft. Sue heilt erstmal sich selber. Komm schon, gib auf! Oder was auch immer sie gerade gesagt hat. Messer schnell gegen eins Feind. Feuersäule. Die macht sowieso wieder ihre Ballons. Feuersäule. Ich will die jetzt einfach nur noch down kriegen. Die ist nicht schlimmer als ihre anderen Gegner, glaube ich. Einfach, man muss sich nur einfach öfter mal gegenheilen. Und Sue kann ja sowieso nichts anderes als heilen. Well now, die from this nerve gas. Ja. Was ich auch cool finde, wäre, wenn... Nur Sue wurde bis jetzt getroffen. Und Fina. Was ich cool finde, wäre, wenn Sue eine flächendeckende Heilungstechnik lernen würde, wenn sie jetzt aufsteigt. In ihrem Spezialgebiet heilen. Achso, ich bin gerade bei Fena. Fena kann Feuersäule machen. Sie greift normal an? Das kenne ich ja gar nicht von ihr. Oh, um Fena sieht's gerade gar nicht gut aus. Justin hat einfach gerade mal 4 HP verloren. Ja, Justin hat's einfach drauf, der ist cool. Mach mal deinen Pfeife-Car, oder wie du den immer nennst. Bams. Ich finde, die Feuersäule sieht so episch aus. Das klingt immer, als würde sie sagen, come on, give up. Als ob man sowas zu seinen Freunden sagt, wenn man sie gerade heilt. Komm schon, gib auf. Ich will nicht mehr, dass du überlebst. Du sollst sterben, bevor ich dir helfen kann. Sie hat nicht mehr viel Leben, also sie hat wenig Leben an sich. Wie es scheint, ihre Maximalleben waren schon nicht so hoch. Du machst nochmal deinen W-Schlag. Ist er denn, sie fokussiert sowieso dich? Naja. Ja, toll. Okay. Justin ist betäubt. Sue heilt nochmal.
Macht doch Ra-Ra auf die Gruppe, genau. Wieso nicht? Erstmal ein bisschen Stimmung hier verbreiten. Ich glaube, wir sind gerade voll geheilt. Und Kapau! Kann bitte jemand das Geld aufheben, was da hinten rumliegt? Das muss da doch nicht rumliegen. Ich meine, das ist jetzt wichtiger als der Kampf, den ihr hier kämpft. Su kann aber sonst nichts außer heilen. Ist irgendwie einfach nur so die Heilschlampe. Du kannst nochmal Brenne machen. Was das einzig Fiese an diesem Charakter, also an diesem Gegner ist, dass die wirklich meine Charaktere betäuben kann. Die werden dann nutzlos. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und Justin ist eine Stufe aufgestiegen. Als Einsieger. Die anderen hängen ein bisschen hinterher. So. Hier möchte ich jetzt ganz gerne mal heilen. Und speichern. Ich werde jetzt hier mal diesen Koffer benutzen. Und verstaue mal so einige Scheiße, die wir haben. Zum Beispiel die Schürze. Den Topf. Den Deckel, das Holzschwert, den Geisterstein brauchen wir wahrscheinlich noch. Den Universalschlüssel brauchen wir auch noch. Das AD-Schwert, die blaue Pille behalte ich mal, die ist sehr gut. Jade, das kann man immer gebrauchen. Brustpanzer. Wundsalbe kann man auch. Kinderspielzeug brauchen wir nicht. Dann diese ganzen Heilmittel sind eigentlich ganz gut. Die Mana-Eier können wir nur gebrauchen, wenn wir in einem Laden sind. In einem Magieladen. Dynamit ist auch im Kampf benutzbar. Wiederbelebungstrank, blaue Pillen, diese Armpfeil-Dings, Armeepfeile brauchen wir im Moment auch nicht. Wir brauchen keine Armeestiefel, die waren sowieso scheiße. Wir brauchen keine Schwerter mehr, die schlechter sind als das, was wir momentan haben. Schälmesser brauchen wir auch nicht. Windamulett brauchen wir nicht. Lederstiefel brauchen wir nicht. Lederpeitsche brauchen wir nicht. Dornenpeitsche brauchen wir nicht. Jagdbogen brauchen wir nicht. Holzstab brauchen wir nicht. Haarband brauchen wir nicht. So. Lähmsalz heilt Lähmung. Okay, damit, dagegen hätten wir sogar was machen können gegen die Lähmung. Aber brauchten wir ja gar nicht machen. So, jetzt habe ich mein Inventar einmal sortiert. Ich speichere gerade noch einmal. So, und jetzt gehen wir noch einmal gerade in die andere Richtung, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Hier ist ein Zaun, sehr interessant. Hier geht's auch nicht weiter. Bin ich vielleicht nochmal umsonst hier in diese Richtung gegangen? Ich glaube, das war wirklich völlig vergebens. Hier liegt tatsächlich nichts mehr, was nützlich ist. Dann gehen wir mal weiter. Entkommen wir jetzt aus der Basis? Hä? Was war das? Das ist der Zug, mit dem wir hier rauskommen. Da ist er! Der Militärzug, über den die Frau gesprochen hat. Gut, auf ihm werden wir entkommen. Toll, Justin! Klar, nun eigentlich, ich hab's noch nie probiert, aber wir können es ja gleich lernen. Was hat dieses Spiel auf einmal, dass es alles Mögliche plötzlich von selber weiterspulen muss? Das will ich gar nicht. Geh einfach reingehen? Ja, klar. Das geht. Schnell, schnell, Justin, die Typen kommen. Okay, ich hab's. Das ist es.
Hey, 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 aus dem Weg! Wollt ihr überfahren werden? Entschuldigung, ich kaufe euch bald eine neue Tür. Die ersetze ich euch. Das will ich hoffen. In Ordnung. Der Menschenjunge ist entkommen. So weit, so gut. Ja, Oberst, aber... Was ist, Lin? Nichts, gar nichts. Sehr gut, Leutnant. Nana und die anderen sollen dem Jungen wie geplant folgen. Die haben uns absichtlich durchgelassen. Du wirst mit mir kommen, um aus der Luft zu folgen. Bereiten Sie die Grandeur sofort zum Start vor. Ja, Oberst. Es wird in 15 Minuten bereit sein. Okay, das war also planmäßig, dass sie uns gehen lassen haben. Chu-chu! Das ist ein ziemlich cooler Militärzug. Oder nee, das ist ein Flugschiff, oder? Es ist ein ziemlich cooles Flugschiff. Cool. Bin gespannt. Bei Grandia bin ich immer so gespannt, welche neuen Umgebungen sich da so... welche so auf uns zukommen. Das ist irgendwie so ein... Fahr in die Welt raus und entdecke die gesamte Welt Simulator. Das gefällt mir. Guten Morgen, Justin. Oh, Fena, guten Morgen. Sieht aus, als ob wir den Soldaten heil entkommen wären. Du hast diesen Zug die ganze Nacht gesteuert, Justin. Du bist bestimmt müde. Ich übernehme, wenn du willst. Nee, mir geht's gut. Ein Abenteurer erster Klasse würde nie so schnell ermüden. Wie geht es Rem und Sue? Genau, Rem hieß der. Sie schlafen beide fest in ihrem eigenen Wagen. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Ja, aber hoffentlich nicht zu lang. Ich muss Rem so viele Sachen fragen. Ich verstehe deine Frustration, aber lass ihn noch ein Weilchen schlafen. Gestern war ein harter Tag für ihn. Okay, okay. Soll ich mehr Kohle ins Feuer tun? Ich würde das gerne für dich tun. Nein, schon okay. Ich werde es tun. Und wer steuert dann die Lokomotive? Ich fahre, während du die Kohle schaufelst. Wer steuert dann die Lokomotive? Die Schienen? Als ob da die ganze Zeit einer am Steuer stehen muss. Oder muss er die nach vorne Taste drücken, damit die nach vorne fährt und nicht stehen bleibt oder was? Ich glaube, da gibt's nicht viel zu steuern, also man muss dann nicht die ganze Zeit sitzen. Und steuern. Oder? Den Weg finden die Schienen doch schon irgendwie von alleine. Okay, du hast gewonnen. Jetzt geh. Zieh nur an dem Hebel da drüben. Ja, was war das? Lass ihn los, Justin, das war die Bremse. Mensch, Justin. Ich hab bloß Spaß gemacht. Oh ja? Ja. Wie geht's dir, Rem? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Eher nicht. Ich konnte kaum schlafen. Du weißt ja, es ist das erste Mal, dass ich mit sowas fahre. Ich mag es. Es macht so viel Spaß. Das nennt man eine Lokomotive. Dort, wo ich herkomme, haben wir auch solche Lokomotiven. Puff, puff, puff! Ich frage mich, warum kleine Jungs immer davon träumen, mit so etwas zu fahren. Justin ist ohne zu fragen auf eine geklettert. Das war ein Theater.
Das ist typisch, Justin. Aber war ich das wirklich? Vielleicht. Apropos Rem, ich will dich noch eine Menge fragen. Was willst du wissen? Wer hat dich im Nebelwald verletzt? Ich lief durch den Nebelwald, als diese grausigen Soldatinnen anfingen, mich zu verfolgen. Bestimmt die drei Hässlichen. Justin muss es gleich wieder aufs Äußere reduzieren. Ich lief so schnell ich konnte, stolperte und verletzte mich. Warum sollten die Galei-Truppen so etwas tun? Ob meine Schwester wohl dabei war? Ich hoffe nicht. Was willst du wissen? Hast du das Ende der Welt gesehen? Das Ende der Welt? Oh, du meinst die große alte Mauer? Natürlich habe ich sie gesehen. Vor langer, langer Zeit lebten Menschen auf der anderen Seite, hat mir meine Mutter erzählt. Echt? Menschen auf der anderen Seite? Was willst du wissen? Wie sieht dein Dorf aus? Mein Dorf heißt Luck. Es liegt hinter dichten Nebel, so dicht, dass uns niemand findet. Ich gebe zu, ich sollte das Dorf nicht verlassen, aber ich musste die Welt sehen. Rem, ich denke, deshalb bist du von Natur aus ein Abenteurer, nicht wahr, Fena? Natürlich, sogar mehr als dieser Typ Jazz. War nur ein Spaß, nur Spaß. Hey, ich kenne das, ihr solltet mein Dorf sehen. Ich bin mir sicher, jeder dort würde euch herzlich willkommen heißen. Luke, oder? Vielleicht können sie uns mehr über das Ende der Welt erzählen. Okay, lass uns nach Luke gehen. Zeig uns den Weg, Rem. Ja, was war das? Ich? Was war das? Ich geh mal nachschauen. Kommt jetzt noch ein Bosskampf? Oh nein! Es sieht aus wie neue Waffen. Verfolgen sie uns? Alter, wir werden einfach jetzt mit Jets gejagt. Schau, sie verfolgen uns. Einige Soldaten holen auf. Oh nein, was sollen wir tun, Justin? Wir machen diese Kiste auf. Karmtrink. Was macht der denn? Heilt 150 TP der gesamten Gruppe. Nehme ich mit. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in der Lokomotive umherlaufen. Hier sind Soldaten. Hab dich gefunden. Wolltest wohl abhauen, ne? Da hinten liegt Geld. Warum haben wir das alles nicht vorher eingesammelt? Wir sind schon die ganze Zeit in dem Zug. So. Justin. Ich mache einfach Feuersäule. Die sind mit zwei Feuersäulen sowieso kaputt. Oder mit einer Feuersäule und normalem Angriff. So. Su fängt an anzugreifen, und zwar den da. Fina greift danach den anderen an. Jetzt sind schon alle kaputt. Boah, jetzt kein großes Ding. Prahl, Prahl, Prahl. War jetzt kein großes Ding, Prahl. Ich hoffe, ich kann hier bald speichern. Ah, du hast mich. Ha, hier gibt es kein Versteck, also benimm dich nun. Ich hoffe, hier kommt bald ein Speicherpunkt, denn wir sind auch schon bei einer ziemlich langen Länge des Parts angelangt. Und wir machen hier nochmal eine Feuersäule und greifen dann nur noch an. This'll teach you. This will teach you.
Vielleicht reicht die Feuersäule auch schon. Fena hat einen ziemlich hohen Level, was... Jo, klar. Fena hat einen ziemlich hohen Level, was Feuer angeht. Gucken wir gerade noch weiter. Erstmal hebe ich jetzt gleich das Gold auf, was da noch liegt. Dummes Biest, du hast mich. Ich hab dich was? Voll besiegt, so richtig krass, heftig, doll. Hab dich gefunden. Okay, Einheit blitzender Stern, Attacke! Einheit blitzender Stern? Wirklich? Ihr seht genauso aus wie alle anderen Trottel, die wir bis jetzt besiegt haben. Das hat nicht viel mit, das ist keine Elite-Einheit oder so. Warum nennt ihr euch blitzender Stern? Das ist einfach nur peinlich. Das ist pathetisch. Einfach nur pathetisch. Ihr seid bestimmt auch genauso schnell kaputt wie die anderen. Einfach nur noch normal angreifen. Einfach nur normal angreifen. Das war erbärmlich. Das war sowas von erbärmlich. Einheit blitzender Stern. Was könnt ihr eigentlich? Ihr verliert gegen zwei andere und eine davon ist ein Kind. Also ihr verliert gegen drei und eins von diesen und nur zwei davon sind Erwachsene, so meinte ich das. Und nennt euch dann Einheit blitzender Stern, also... Ich würde nochmal eure Namenswahl überdenken. Der Stolz der Blutrosen steht auf dem Spiel. Wir lassen dich nicht entkommen, also gib auf. Welche Blutrosen denn jetzt? Ist das eure Einheit? Die davor waren auch schon so erbärmlich. Oh, das sind Hauptmänner, okay. Okay. Die sind schon deutlich krasser. Probieren wir es aus. Vielleicht halten die zwei Feuersäulen aus. Burnout. Oh, ich möchte so gerne sehen, wie davon die nächste Stufe aussieht. Fena kann die ja noch nicht. Also hier, das wäre die. Die braucht 7 Punkte und ich glaube, dafür müsste sie noch eine Stufe aufsteigen. Die greift auch alle Feinde an. Ich würde so gerne wissen, wie das aussieht. Nimm auch mal die mittlere da. Und es werden sogar noch alle davon getroffen. Perfekt. Sue greift jetzt ganz normal den in der Mitte an. Ich glaube, die können sich sogar ein bisschen wehren. Der eine macht sogar was. Starker Wind. Wind. Der ist schon kaputt. Der auch, okay. So viel stärker waren die jetzt auch nicht. Aber die bringen weniger Gold. Die anderen haben 300 Gold gebracht, glaube ich. Und die bringen nur die Hälfte, nicht mal. Wie kann ich das Nana sagen? Die hat auch gegen uns verloren. Wüstenmond-Einheit, das ist es! Alle bereit! Warum haben die jetzt alle so komische Einheitsnamen? Kommen gleich auch noch die IKEA-Fighter vorbei? Weil vor denen hätte ich wirklich Angst. Der Anführer von den IKEA-Fightern, kann nicht wegrennen. Falls ihr nicht wisst, worüber ich rede gerade über Holy Trinity. Oh, Flame Burnham! Sie kann Feuersäule nicht mehr. Kann Justin nochmal Feuersäule machen? Tatsächlich, er kann sogar noch Feuersäule machen. Super. Ich hatte jetzt auch mal wieder richtig Bock einfach auf Grandia. Ich wollte das einfach mal wieder spielen, jetzt nachdem ich so viel Resident Evil hintereinander hatte. Resident Evil war ein cooles Spiel, ja, aber ich brauche jetzt auch mal wieder was anderes. Jetzt brauche ich mal wieder was Bunteres, was nicht so Tristes. Ja. Was Bunteres halt.
Kann er nochmal Feuersäule machen? Nein, das wäre ja auch zu schön gewesen. So viel Freude gönnt man mir ja nicht. Ich glaube, die werden beide getroffen, oder? Ja, der eine steht noch im Radius, das ist schön. Und jetzt der andere auch nochmal. Sind jetzt beide tot? Geil, beide sind besiegt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wie ich bereits sagte, das Problem mit PlayStation 4 Controllern. Das Kabel sitzt viel zu lose. Das flutscht mir jedes Mal wieder raus, wenn ich hier spiele. Allein die Vorstellung, dass ich zu Hauptmann Mios Einheit gehöre. Ja. Was ist das? Das sieht aus wie ein rotes Mana-Ei. Offiziersabzeichen. Plus 15 Bewegung. Hat einen Stern. Kann ich den irgendwie ausrüsten? Hier hat Mamas Amulett plus 2 Verteidigung. Heilt SP während eines Angriffs. Das ist schon mal gut. Und er hat plus 2 Aktion. Ist auch gut. Ich gebe zu mal statt 2 Verteidigung 15 Bewegung. Ja. Su ist Stufe 9. Was stimmt nicht mit dir, Su? Okay, wir sind wieder vorne im Cockpit. Ich hab Cock gesagt. Super, die Soldaten sind noch nicht im Maschinenraum angelangt. Aber du kannst wetten, dass sie bald hier sein werden. Wenn wir hier bleiben, kriegen sie uns, Justin. Okay, schaut. Wenn sie hier sind, werden wir sie nach dem anderen verprügeln. Und falls nötig, können wir auf die Bremse treten. Wechselmedium einlegen, das interessiert mich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Okay, aufgepasst, Jungs. Hier kommt die Bremsen. Verdammt, das geht schwer. Was machst du mit diesem Bremshebel, Justin? Wir können sie nicht mit nur einem Bremshebel besiegen, oder? Ach so, pass auf. Okay, los, bevor sie hierher kommen. Okay, er hat irgendeinen Plan vorbereitet, okay. Hey, schneller, Transuse. Wir müssen sie einholen. Dann zeigen wir ihnen, was abgeht. Was? Versucht Nana uns zu überholen? Das werde ich nicht zulassen. Okay, alle zuhören. Jeder bekommt 100 Hiebe, wenn Nanas oder Sakis Einheit schneller sind. Okay, wir schaffen es. Unsere Einheit ist die erste. Ich denke, wir haben es geschafft. Warte mal, Saki. Wir müssen uns um noch mehr kümmern. Was meinst du, Mio? Deine Einheit lag hinter unserer. Was? Sie sind nicht hier. Wo zum Teufel sind sie hin? Nicht nur rum. Steht nicht nur rum. Sucht sie sofort. Reingelegt. Warte, Justin. Ich bin wieder bei der Basis, aber dieses Mal wirst du nicht gewinnen. Was? Ich verstehe gerade gar nicht, was sie von uns will. Ich bin wieder bei der Basis? Sie ist hier, sie ist nicht bei der Basis. Das stimmt. Wenn wir alle drei zusammenarbeiten, sind wir dreimal so stark. Okay, wo ist dieses Tier? Wo hast du es versteckt? Wir können diese Kreatur nicht entkommen lassen. Hey, das können wir später besprechen, Nana. Lass uns erstmal diesen Jungen fertig machen. Okay, ich denke, ich kann einen oder zwei Blitzgeschwindigkeitsstöße geben. Welch ein Zufall. Ich denke, ich kann genau das Gleiche wie ihr tun.
Fena, Sue, löst die Verbindung zwischen den Wagen. Die haben keinen Bremshebel mehr. Was machst du da? Du kannst nicht einfach so abhauen. Ihr seid nur dumme Kinder. Müssen nur auf die Bremse treten und ihr werdet direkt zu uns kommen, ihr Dummköpfe. Das stimmt, die Bremsen. Hey, es gibt keinen Bremshebel. Niemals, niemals, niemals. Das wird dich eines Besseren belehren. Ich hab den Bremshebel abgebrochen. Nicht nur das, ich hab den Tank komplett gefüllt. Justin, du bist brillant. Mio, schnell, mach was, um den Motor zu stoppen. Es bringt nichts. Wir müssen einfach alle abspringen. Du Idiot! Wie sollen wir abspringen, wenn wir zu schnell sind? Es ist nun Zeit, euch dreien Tschüss zu sagen. Justin! Warte doch! Tschüss, ihr dreckigen kleinen Fotzen! Tschüss! Ich mag euch nicht! Interessant wäre jetzt zu wissen, wo wir denn jetzt anhalten. Ho, wie praktisch, direkt in dem Wald, wo Rems Dorf liegt. Das hat Justin bestimmt genau berechnet. Ich finde, die Musik, die gerade läuft, könnte auch super beim Mario Party laufen. Wie erfrischend! Hey, hast du gesehen, was die für Gesichter gemacht haben? Ich wette, dass die gerade verzweifelt versuchen, den Zug zu stoppen. Das ist lächerlich! Übrigens, Rem, wie weit ist es von hier bis zu dem Dorf Look? Von hier aus ist es überhaupt nicht weit bis zum Dorf Look. Nichts wie hin, was meint ihr? Ich hab nichts dagegen, müssen wir ihn ansprechen? Schau dir bloß den Nebel an, als wären wir in einer Milchwolke. Ich kann nicht sehen, was vor mir ist. Was sollen wir tun, Justin? Sollten wir warten, bis sich der Nebel hebt? Glaube ich schon. Wir verirren uns im Nebel, wenn wir jetzt weitergehen. Hehe, schon okay. Wir aus dem Lookgebirge verirren uns nicht im Nebel. Pass auf! Er macht jetzt wahrscheinlich irgendeinen Zauber und der Nebel lichtet sich. Nein, er spielt auf seiner Flöte. Schön, dass er einfach so mittendrin aufhört. Unheimlich! Du hast den ganzen Nebel vertrieben. Ziemlich cool, Ich spiele diese Flöte und alle im Dorf wissen, dass ich zurück bin. Im Dorf Look findet man auch ulkige Nüsse, die nebellösende Nüsse. Mit so einer vertrieb ich den Nebel. Also los, alle zusammen, hier entlang zu meinem Dorf. Los, los, mach rasch. Moment mal, Rem. Weg ist er. Schätze, er konnte es nicht erwarten, zu seinem Dorf zurückzukommen. Also nichts wie ihm nach. Wir verlieren ihn aus den Augen, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, und ich verliere meinen Fortschritt, wenn ich nicht bald einen Speicherpunkt finde, aber da ist einer. Zuerst einmal werde ich jetzt dieses Geld hier mitnehmen und ich hoffe, in Rems Dorf können wir Magie lernen. Ich werde mich nochmal heilen und speichern und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Grandia. Bis dann, Leute. Ciao.